So, herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Kingdoms. Oh, Gärtnervorteil gerade bekommen, sehr schön. Ich habe ein bisschen Kohl gefunden und einige Beerchen schon genascht. Das ist sehr gut. Machen wir das hier weg. So, dadurch haben wir auf jeden Fall unser Hungerproblem erstmal ein bisschen in den Griff bekommen. Wir hauen uns einen mal direkt rein. Der gibt direkt 20. Das ist schon richtig gut. Hier haben wir noch was. Weizen. Sehr schön. Oh, da hinten ist noch mehr Kohl. Das müssen wir uns merken hier oben. Sehr gut. Sammeln wir uns noch an Kohl ein. Ich kriege durch diesen Vorteil scheinbar ab jetzt immer zwei raus. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. So. Das hier ist übrigens unser Lager, Laden. Da packen wir direkt hier mal alles rein. Das und das rein. Nicht alle Bretter und auch nicht alles an Holz, aber so ein bisschen was wäre da nicht verkehrt. Sehr gut. Gucken wir uns den nochmal an. Der ist natürlich ein bisschen unglücklich gebaut. Ich habe da hinten eine richtig tolle Erzader gefunden, Eisenerz. Aber hier ist einfach alles zu schräg, um richtig bauen zu können. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, hier können die ganzen Siedler handeln. Das heißt, wenn die Hunger haben, können die sich auch hier das Zeug kaufen, was ich da reingeworfen habe. Preislich einstellen kann man da leider nichts. Zumindest habe ich das nicht gefunden. Man kann nur einstellen, was man kaufen und verkaufen will. Und ja, bis jetzt machen meine Siedler aber noch nicht sehr viel. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir uns um ein nächstes Haus kümmern. Käme jetzt drauf an, was wir da machen. Wir können einmal natürlich wieder die Häuser bauen. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder vielleicht eine Bäckerei. Oder eine Kneipe. Beziehungsweise noch ein Laden, den eventuell dann einer von denen kaufen kann. Ich glaube, ich würde mit einem Haus anfangen. Und hoffe, wir können das irgendwo halbwegs gut hinstellen. Das wäre echt toll. Aber hier wird einfach nix grau. Nix. Da, da, da. Irgendwie kann ich doch. Ah, so kann ich das schneller reden. So bleiben die Steine, dann baue ich es dahin. So, sehr gut. Dann können wir das bauen. Wir müssten noch genug Zeug dabei haben. Sehr schön. Haben wir bald das erste Wohnhaus fertig. Zwar nicht das Schönste, aber das, was ich am leichtesten jetzt bauen kann. Weil die Steinbeschaffung ist momentan einfach nicht dran. Sehr schön. Da haben wir das erste Wohnhaus hier direkt zweistöckig gebaut, damit die Leute es auch schön bequem hier haben. Wunderschön. Gucken wir uns das doch mal an. Wir können Handwerk in dem Haus machen. Das ist einmal hier.
Das ganze Fleisch braten. Wir haben ein Lager, wo wir Sachen aufheben können, inklusive Gold und so weiter. Nächste Etage. Da haben wir nicht viel, relativ spartanisch und ein Bett. So, das Haus, das möchte ich aber nicht selber behalten. Das können wir zu verkaufen stellen. Und sobald das jemand sich holen will, kriegen wir dafür Cash. Und das brauchen wir, weil die Leute bringen uns. Ja, 150 hat er für das Haus bezahlt. Wer hat das sich genommen? Der Wilhelm. Der hat sich das Haus genommen. Das ist, glaube ich, auch unser Händler, der einzige. Alle anderen sind ja Krieger. Ich könnte hingehen und baue dem einen Laden, den er dann auch kaufen könnte. Haben wir vielleicht hier Platz? Ah, ich glaube nicht, das sieht schon wieder so steil hier aus. Oh. Da war ein bisschen. Platz. Dann bauen wir es mal dahin. Haben wir noch genug Zeug dafür dabei? 23 Bretter, das ist zu wenig. Und auch nur einen einzigen Holzstamm, wenn ich das sehe. Da müssen wir leider noch ein bisschen was hacken. Da packen wir uns die Axt und auf geht's. Hier, der Baum. Der muss weg. Der hat mich eben schon so böse angeguckt. Oh, zieht sich das, zieht sich das. Danke. Hol nicht blöd weg, hör auf zu rollen. Ach komm, zwisch den Sprint hin. So. Ist gut. Neue Stufe erreicht. Lernpunkte 50 schon. Und gleich kriege ich noch einen Holzfäller-Vorteil, wie es aussieht. Oder? Hallo? Und sehr gut. Am Ende meiner Kräfte. So, hauen wir die Stämme da kurz mal rein. Und die Holzbretter von mir aus auch alle. So, mal kurz mal Handwerk, Holzbretter, davon brauche ich nämlich noch ein paar. Haben wir alle. Da sind wieder 12 Siedler angekommen auf der Insel. 133 sind wir jetzt schon am Rumwandern und fangen an, die verschiedensten Sachen zu machen. Da haben wir es. Sehr schön. Wunderbar. Da sieht man es. Genau dasselbe. Nur, dass das jetzt nicht unseres ist, sondern wir verkaufen das. Sehr wahrscheinlich wird sich das auch direkt der Wilhelm schnappen. Wäre zumindest logisch, weil der halt irgendwie der Händler ist. Oh, vorausgesetzt natürlich, er hat Geld. Wenn er kein Geld hat, kann er sich nicht holen. Habe ich hier Zwiebeln? Oh, schön. Mitten in der Siedlung Zwiebeln. Die schnappen wir uns doch direkt mal. Sehr gut. Da ist noch eine. Das waren alle. Jo. So, dann auf. Packen wir die Zwiebeln auch noch da rein. Ja, inzwischen haben wir das Lager relativ gut gefüllt. Hat uns jemand Zeug verkauft?
Nö, nicht wirklich. Aber immer noch dasselbe Geld dran wie vorher. So. Das Haus wurde übernommen von Wilhelm. Da habe ich doch gesagt. Der hat jetzt den Laden dort gekauft. Und fängt jetzt an mit dem Handeln. Wird er nichts haben? Ne. Aber er hat sein Geld hier reingepackt. 1300, fast 1400. Das hat er schon gemacht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. So, was können wir machen? Bist du neu? Ne. Haben wir einen neuen? Nö. Okay. Gehen wir mal hier ein bisschen rüber und gucken, dass wir vielleicht noch ein kleines bisschen Holz hinkriegen. Dann würde ich als nächstes die Taverne, glaube ich, bauen. Oder Wohnhäuser. Mann, das Stamina. Na, da fängt er wieder bei Null an. Ne, dann lasse ich es komplett regenerieren, kurz. Hunger sieht noch okay aus. Dann hat man mal durch. Wer zuckelt denn da hinten durchs Bild? Der macht einen Moonwalk oder was? Sieht ein bisschen danach aus. Vorteil Holzfäller wurde gewonnen. Tischler. Sehr schön. Kam leider ein bisschen zu spät. Und ich glaube, ab Tischler kriege ich aus einem Baum zwei von diesen Stämmen raus. Aber wer bist denn du da hinten eigentlich? Hallo? Wer bist du? Kennen wir uns schon? Oh, wie schön. Nur ein Stück Hirschfleisch habe ich sogar noch. Na gut. So. Solange das jetzt nicht gerade spontan verkauft wurde, kann ich dir tatsächlich Hirschfleisch bringen. Ich hoffe, du wanderst nicht rum und gehörst zu mir. Schön, der Himmel. Hep, hep, hep. Hirschfleisch. Hirschgleich. Das heißt schon seit ewigen Versionen heißt das Hirschgleich. Warum auch immer. Aber die deutsche Version, die ist geschätzt ewig nicht bearbeitet worden. Also das ist ein richtiger Murks. Anders kannst du es nicht nennen. Hast du das? Bist du am hier hinkommen? War das ein Geist? Du bist doch vor mir. Aber du bist das nicht, ne? Was willst du von mir? Oh, noch mehr Steine. Nee, lass mal. Das wird mir ein bisschen zu viel mit den ganzen Steinen. Die letzten 10 waren schon total nervig. Ist er da nicht? Nein, da. Du bist es aber nicht, ne? Wo ist denn die? Falsche Taste. So, Tagebuch, Hirschgleich. Api. Da. Ich merke schon, ich bringe dir jetzt Hirschfleisch und das bringt mir überhaupt nichts, weil die irgendwo in eine andere Siedlung wandert oder selber eine macht. Verflucht ist die schon weit weg.
Hallo. Bleib doch mal stehen. Oh, jetzt aber. Hey. Hier, dein blödes Fleisch. Hä? Du wolltest mir 300 geben. Was machst denn du jetzt? Ich suche eine Siedlung, um mitzunehmen. Ja, dann komm zu mir. Was kannst du mir beibringen? Tischler. So viel Geld habe ich nicht. Ja, dann lauf halt weg. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld wieder. Wenigstens mal beim Berg ablaufen, ein bisschen schneller. So, mal schneller Sprint. Mal kurz schlafen, damit wir wieder ein bisschen was sehen. Die Nächte sind echt furchtbar dunkel. Hier 5 Stunden reichen. 18 neue Siedler, sehr schön. Hat es auch einer hierhin geschafft? Ist jetzt schon 2000 Meter. Ordentliches Stück gewandert. Siedler 4. Also nein, nichts passiert. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen. Da noch eine neue Siedlung wurde gegründet. Die bewegt sich auch nicht mehr. Aber sehen tun wir die, glaube ich, nicht. Okay. Haben wir hier was? Nein, hier tut sich einfach gar nichts. Vielleicht noch viel zu wenig Leute, deswegen hauptsächlich. Was ist mit dem hier? Nö. Der hat auch keine Waren. Da sitzt er. Was willst du? Nicht schon wieder der Wolf. Speicher gehört nicht dir. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nur mal gucken, wie reich du bist. Okay. Dann machen wir jetzt das, was wir vorhatten. Bevor hier alles schiefgegangen ist. Und ich ein Hirschfleisch verschenkt habe. Na, verschenkt nicht, aber. Naja, vielleicht kann man die Freundschaft ja irgendwann mal nutzen. So, mal gucken, ob das jetzt. Jo, da kommen 2 Stämme raus. Sehr schön. Wunderbar. 2 Stämme, das heißt, pro Bau machen wir jetzt schon 20 Stämme. Müsste ich mal gucken. Da kann ich doch bestimmt jetzt auch ein Gebäude für die noch irgendwie errichten. Gefühlt kann man mit jedem Upgrade irgendein neues Gebäude machen. Oder mehrere. Sehr gut. Und einen Garten machen. Damit kann ich selber Gedöns anpflanzen. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Dann bin ich, was Nahrung angeht, ein bisschen unabhängiger. Und
Ansonsten kriege ich noch nichts gebaut. Nöß. Kann ich das einfach hier so dran bauen? Boah, geht's hier wieder runter. Wir machen das ein bisschen hier in den Wald rein. Ich will nicht, dass der Baum weg ist. Jetzt ist er weg. Ach komm schon. Benennen Sie Ihre Farben. Wie nennen wir die Farben? Leckertox. Ein Bauernhof entdeckt. So. Bin ich mal gespannt, ob das nicht zu nah ist oder so. Nicht, dass mich das nachher hier alles total stört. Inhaber niemand. Wie sieht's aus? 25. Das passt sogar. Da bauen wir das mal fertig. Obwohl ich mir fast schon sicher bin, ich muss den weiter weg machen. Sollte so eine Fackel in der Hand haben. Okay. Ich dachte, ich kriege wenigstens ein bisschen von dem Zeug wieder oder so, aber nö, dann nicht. Aber dann mache ich den Bauernhof nämlich weiter weg. Oder kann ich auch, ne, ich brauche die Samen, ich brauche diese Bauernhofhütte. Ich warte mit dem Bauernhof. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das mit den Reichweiten hier ist. Nachher will ich meine Stadt hier runter weiter verlegen. Weil da oben zu bauen ist echt ein Spaß. Also sehr viel Spaß. So. Okay. Dann, was können wir bauen? Irgendwas Normales. Häuser kann ich natürlich weiter bauen. Ich könnte die Taverne irgendwo hinzimmern. Das wäre natürlich noch eine schöne Sache. Am liebsten hier so ein bisschen halbwegs zentral das Ganze. Da war's. Da. Ah, ist das alles so steil hier. So. Da machen wir eine Taverne hin. Können sich die Leute so ein bisschen was hier Zerstreuung suchen. Weiß ich. So, weiter. Und vielleicht bringt es ja ein bisschen was. So, da haben wir unsere Taverne fertig. Ist jetzt kein Riesending. Aber doch ganz Schmuck. Da haben wir einen Speicher, da kann man jede Menge solchen Sachen reinlegen. Was haben wir noch? Handeln kann man hier. Ist im Grunde wie ein Laden auch. Und ab zum Verkaufen. Pack mal den Stein mal weg, der stört mich.
wenn du da besoffen rauskommst, dann stolpert hier jeder drüber. Dann brechen die sich nachher was und da muss man das der Versicherung erklären, da ist dann auch alles lästig. Sehr schön, wunderbar. Kriegen wir den hier auch weg? Ne, der ist natürlich eine Nummer zu hart für mich. Oh, hey, wer bist denn du? Schön, dich zu treffen. Ich habe Hunger. Hallo du, ich habe Hunger. Ich werde eine Beere geben, verstanden? Dann gib mir doch eine. Über deine Beere. Ich habe keine. Was kannst du mir beibringen? Oh, nicht schon wieder. Ist das dein Ernst? Noch ein Krieger. Ich meine, ist ja toll, dass ich so viele Krieger hier kriege. Aber was bringt mir das, wenn ich keine Versorger habe? Ich brauche mal endlich welche, die für mich das ganze verdammte Holz holen. Oder? Wo ist er? Du, zeig dich. Da. Hier hast du deine Beere. Da ist er glücklich. Und wieder raus hier. So, gehen wir mal kurz nach hier hinten. Ich denke, hier hat sich immer noch nichts getan. Nee, natürlich nicht. Aber ich packe tapfer das Zeug weiter rein. In der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal einer kauft. 5. 5 ist zu viel, glaube ich. Ja. Also ich kriege maximal 4er Klumpen weg. Ist das ein 4er? Nein, sogar 6. Oh, guck mal hier, Paprika. Die Sachen sind am Anfang so ein bisschen unscheinbar, aber wenn man einmal weiß, wonach man gucken muss, dann findet man das Futter eigentlich relativ gut. Hier haben wir unsere Eisenmine, da kann ich aber auch noch nichts machen, weil ich da auch zu wenig Zeug für habe. Kein Talent, um es genau zu sagen. Völlig talentfrei. So, was können wir als nächstes bauen? Wir haben jetzt die Taverne, wir haben 2 Läden. Wir könnten die Bäckerei noch bauen, aber ich würde sagen, erstmal gucken wir, dass wir vielleicht nochmal ein Haus bauen. Na, wirst du irgendwo grau? Das wäre schön. Da muss ich dich andersrum machen. Ja, so bestimmt nicht. So, da. Jetzt mache ich dadurch weg einen Stein. Da. Okay. Ja, dann ist der weg. Kann ich dich andersrum machen? Sogar noch ein bisschen weiter weg. Da bleibt der Stein. Da mache ich das so. Perfekte Sache. Da habe ich eigentlich noch genug Holz, Leute. Wir werden es gleich erfahren. Das Häuschen haben wir geschafft. Wunderbar.
Nicht ganz so groß wie das andere, was wir dort gebaut haben. Aber das muss es ja auch nicht unbedingt sein. Das ist klein, aber fein. Hat auch ein schönes Lager. Hier kann er sein Fleisch braten. Hat das Bett hier hinten in der Ecke schön. Wunderbar. Ja, ist doch ein feines Häuschen. Bitteschön, kauft's euch. Da hat das direkt schon genommen. So, dann die Axt wieder packen. Schnappen wir uns noch ein paar Bierchen. Sehr schön, danke. So, und dann hacken wir noch ein bisschen. So, an der Stelle war es das mit der YouTube-Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Madet Jod, schwenkt Rot, grüß euch Jod, ich bin fort.